Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde, und willkommen zu meinem neuen Projekt hier auf meinem Kanal Alien Isolation zusammen mit den dazugehörigen DLCs, die auf Steam zur Verfügung waren. Ich möchte mich noch kurz erklären, warum dieses Spiel, und zwar, ich habe ja die Umfrage gemacht und habe einfach gesehen gehabt, also es wurden, abgesehen davon, dass die Infocard benutzt worden ist, wurden relativ viele Game-Vorschläge gemacht. Und es ist für mich einfach mega schwer gewesen, mich zu entscheiden, weil ich wollte auch niemanden vor den Kopf stoßen, weil ich jetzt irgendein Game nicht nehme. Oder auch nur, weil jetzt ein Game von euch nicht dran gekommen ist, heißt es natürlich nicht, dass es nicht dran kommt. Das kann natürlich auch sein, dass es danach dran kommt. Und so weiter und so fort. Je nachdem, ich möchte ja ungefähr drei Projekte immer gleichzeitig am Laufen haben. Zum einen ist es jetzt Kingdom Come Deliverance und zum anderen jetzt Alien Isolation. Und Alien Isolation habe ich hauptsächlich genommen, weil sehr, sehr, sehr viele, also eigentlich fast die meisten, haben gesagt, entweder Science Fiction oder Horror. Und ich glaube, Alien Isolation tut ein bisschen zusammen, dieses Horror und Science Fiction ein bisschen zusammengreifen. Nicht zu übertrieben Horror, dass ich nicht gleich noch einen Herzinfarkt bekomme. Ihr wisst ja, ich bin da ein klein wenig schreckhaft, deswegen will ich mich einfach langsam ein bisschen vortasten, bevor ich jetzt gerade irgendwie Amnesia oder Outlast spiele, weil ich habe das Gefühl, dann, ja, bin ich auf einmal nicht mehr da. Und genau deswegen habe ich mich für Alien Isolation entschieden und zweitens einfach, weil ich das Game allgemein selber noch nie gespielt habe. Ich ein riesiger Alien-Fan bin. Ich habe den neuen Alien Covenant im Fernsehen gesehen, also im Kino gesehen, und die alten Alien-Filme habe ich auch hier daheim. Und genau deswegen habe ich gedacht, hey, ich will auch mal Alien ausprobieren. Und viele haben einfach auch noch gesagt, also einige haben auch noch gesagt, hey, Alien Isolation ist zwar ein etwas älteres Spiel, aber durch die DLCs hat man vielleicht eine Chance noch, ein paar Zuschauer dazu abzustauben. Und deswegen habe ich gedacht, hey, komm, ich probiere das mal aus. Ich guck einfach mal, wie es ankommt. Ich lasse es wirklich vollkommen offen. Wenn es nicht gut ankommt, dann werde ich das Projekt dann wahrscheinlich abbrechen und ein anderes Spiel machen. Und was ist jetzt das? Ah, ich denke einfach, das Intro startet nochmal von vorne. Und genau. Ich glaube, ich laber wieder viel zu viel. Wie gesagt, wenn euch das Video gefällt, vergesst nicht, mich zu bewerten. Schreibt mir einen Kommentar, wie es euch gefällt. Und seid gespannt, was als drittes Projekt kommen wird. But I made it across. It's really bad here, Verlaine. I think there's something here. Oh, okay. Das war nur der Trailer gewesen. Den müssen wir nicht unbedingt sehen. Ich hoffe, dass das Spiel auch, also in Deutsch ist es auf jeden Fall eingestellt, sehe ich hier. Ich will nochmal kurz gucken. Steuerung, das lassen wir einfach noch alles. Die Settings sind schon auf Ultra alles eingestellt, habe ich gesehen. Der Ton, kann man hier die Untertitel aus? Ich glaube, das Spiel ist komplett auf Deutsch, ne? Da muss ich jetzt nicht den Untertitel einschalten. Genau. Ich glaube, wir fangen langsam mal an, weil ich rede sonst nur um den heißen Brei. Los geht's! Letzte Meldung vom interplanetaren Raumfrachter Nostromo. Hier spricht der dritte Offizier. Die anderen Besatzungsmitglieder. Kane. Lambert. Parker. Brett. Ash. Und Captain Dallas sind tot. Ladung und Schiff sind zerstört. Wenn alles klappt, müsste ich in 6 Wochen die Randzone erreichen. Und sollte ich Glück haben, findet mich eine Raumpatrouille. Hier spricht Ripley. Die einzige Überlebende der Nostromo. Ende der Durchsage. Ich bin Samuels. Ich arbeite für die Firma. Es geht um Ihre Mutter.
Wir haben sie wahrscheinlich gefunden, Amanda. Ein Handelsschiff. Die Anisidora hat einen Flugschreiber geborgen, von dem wir annehmen, dass er zu Nostromo gehört. Wo? Zeta Reticuli. Wissen Sie jetzt mehr? Noch nicht. Das Gerät wurde zur Sevastopol-Station gebracht. Es handelt sich um Firmeneigentum und die Firma will, dass es so bald wie möglich abgeholt wird. Die Station ist ein Versorgungslager in der Region. Sie ist eine dauerhafte Zollfreizone. Ich weiß, was es ist. Der Transit steht. Ein Kurierschiff namens Torrance macht sich in 2 Tagen in die Richtung auf. Wir brechen auf zur Stadt. Wir? Ich, ein Kollege von mir und Sie, falls Sie wollen. Die Sache ist, als der Auftrag bei mir gelandet ist, habe ich die Akten gelesen. Ich weiß, warum Sie in dem Gebiet arbeiten, in dem sie verschwunden ist. Sie suchen noch immer nach ihr, nicht wahr? Ich habe die Erlaubnis erhalten, Ihnen einen Platz auf der Torrens anzubieten, falls Sie wollen. Vielleicht finden Sie dann endlich Frieden. So, wir befinden uns jetzt im Game drin, ne? Und ich muss als erstes mal sagen, dafür, dass das Spiel von, ich glaube, 2015 ist, wenn mich nicht alles täuscht, sieht das schon noch verdammt gut aus. Also klar, ist erst 3 Jahre alt, aber gefällt mir immer noch recht wirklich gut. Wirklich, wirklich gut. Und wir befinden uns jetzt hier in der Kammer und sind aufgewacht. Und wir haben da einen dicken Samurai stehen. Kann man was machen mit dem? Nee. Gut, wir müssen wahrscheinlich hier raus. Da liegt ein Schuh, aber nur einer und keine zwei. Da, wir müssen hier dran. Schauen wir doch mal. Erkunden Sie die Torrance. Das ist wahrscheinlich das Schiff, auf dem wir uns befinden. Ziel aktualisiert. Ziehen Sie sich an. Okay, das machen wir. Läuft alles gut, das freut mich. Achtung, Rutschgefahr, falls einer am Boden gepinkelt hat. Ich will mich anziehen. Und erst dann benutze ich die ganzen Kommunikationsmöglichkeiten. Ich muss ein paar Kleider finden. Können wir rennen hier? Ach, guck mal hier. Da haben wir einen Spind. Können wir aber nicht aufmachen. Wo hat's denn Kleider? Da könnte was sein. Aber ich glaube nicht, dass wir sowas anziehen sollen hier. Ich glaube doch, dass wir... Haben wir eine Karte? Nee, auch noch nicht. Sind wir alleine hier auf dem Schiff? Die geht nicht auf die Tür? Nee, ich glaube, wir waren schon richtig da hinten. Springen können wir auch noch nicht. Wir können echt nur laufen einfach bis jetzt. Vielleicht sollen wir doch das Kommunikationssystem benutzen. Und was ist das hier? Das ist eine Dusche, gell? Yep. Erinnert mich gerade an Fallout. Man kommt aus der Schlafkammer raus und geht erstmal duschen. Muss man das Wasser wieder ausschalten? Tatsächlich. Wir sind ja sparsam hier. Wir wollen ja kein Wasser verschwenden, ne? Okay, hier klingelt irgendwas, sonst gehen wir da mal... Ah, hier, guckt mal. Sehr schön, wir sind angezogen. Schauen wir mal. Hab ich doch.
Okay, wir können nur das Ding da benutzen, ansonsten nichts. Da war vorhin noch ein Telefon gewesen, das haben wir hier. Speicherdaten überschreiben. Wollen Sie den aktuellen Spielstand wirklich überschreiben? Ja, da können wir speichern mit dem Teil. Bitte warten. Okay. Ja, müssen wir hier irgendwas machen? Ne, wir können das nur an- und ausschalten. Okay. Wir sind angezogen. Wir sind geduscht. Auf Toilette müssen wir nicht. Das heißt, wir begeben uns in die nächsten Räumlichkeiten. Um herauszufinden, was wir hier zu tun haben und was gemacht werden muss. An dieser Stelle nochmal, Leute, vergesst auf jeden Fall nicht, gerade jetzt hier den ersten Part, da ist jemand, zu bewerten, damit ich wirklich auch weiß, ob ihr wollt, dass ich das weitermache oder nicht. Hi, mein Freund. Samuels, sind Sie früher aufgewacht? Ich benötige nicht so viel Schlaf wie Sie. Ich war gerade dabei, mir die Einrichtung der Torrens anzusehen. Ein gut instand gehaltenes Schiff. Das Modell ist sehr ähnlich zu... Venostromo. Ja, Klasse M. Ein späteres Modell, aber mit ähnlichen Spezifikationen. Ich habe im Maschinenbau einiger solcher Schiffe gearbeitet. Natürlich. Ist Taylor bereits wach? Sie ist keine erfahrene Reisende. Der Hyperschlaf könnte ihr zugesetzt haben. Hab sie noch nicht gesehen. Ich werde nach ihr schauen. Sprechen Sie mit Samuels. Ziel abgeschlossen. Oh, ich kenne das noch aus den Filmen hier, ohne Scheiß. Ich glaube, hier oben irgendwo war in dem Film das Alien versteckt gewesen. Also dieser kleine Krabbler, nicht das Alien an sich. Okay, wir müssen... dann, glaube ich, mit der anderen jetzt reden. Die ist anscheinend noch am Schlafen. Haben wir... eine Karte haben wir nicht. Da können wir nach oben gehen, wenn wir wollen, aber das will ich ja jetzt nicht. Ah, sieht schon wirklich gut aus, muss ich sagen. Ah, ist hier das? Taylor, guten Morgen. Ja. Ripley, es ist mit Sicherheit nicht gut. Und von einem Morgen kann ja auch keine Rede sein. Tut mir leid. Ich fühle mich scheiße. Ich habe keine Ahnung, wie Sie alle diesen Hyperschlaf regelmäßig überstehen. Man gewöhnt sich dran. Ich reise nicht oft so weit. Die meisten Rechtsexperten reisen nicht weiter als bis zur Kaffeemaschine. Wundert mich, dass Weyland Yutani es für nötig hielt, die Rechtsabteilung zu schicken. Der Verlust der Nostromo und deren Fracht hat die Firma viel Geld gekostet. Wir müssen herausfinden, was passiert ist. Wenn ich den Fall mit einem eindeutigen Unfallbericht abschließen kann, stehe ich gut bei meinen Vorgesetzten da. Tut mir leid. Das war unsensibel. Ich weiß, dass ihre Mutter seit 15 Jahren verschwunden ist und sie... Schon gut. Wir kriegen beide ja, was wir wollen. Haben Sie Samuels gesehen? Der ist wahrscheinlich schon seit Stunden wach. Ziel abgeschlossen. Das ist also Taylor. Taylor und Samuels. Annäherung an Sebastopol. Jetzt sind wir dran. Oh, jetzt bin ich gespannt. Begeben Sie sich für die Einsatzbesprechung zur Brücke. Ja, haben wir so eine lahme Kuh vor uns. Da haben wir schon wieder ein neues Gesicht. Hallo? Können wir... ich bin da? Ah, der Samuels kommt noch da hinten. Ich muss mir probieren, den Namen zu merken. Ich hoffe, Sie hatten alle eine angenehme Anreise. Für eine alte Klasse M ist die Torrens in hervorragendem Zustand, Captain. War ein Wrack, als ich sie gekauft habe. Hat mich eine Menge Zeit und Arbeit gekostet, sie auf Vordermann zu bringen. Jetzt trägt sie sich selbst. Sie haben gesagt, wir nähern uns Sevastopol. Docken wir an? Ihre Kontaktperson ist Marshall Waits, korrekt? Ich werde Sevastopol rufen und den Zustieg mit ihm regeln. Gut, packen wir es an. Keine Sorge, Miss Taylor. Routine. Rein und raus. Connor, Lagebericht. ISMG geladen und kalibriert. Annäherungswinkel eingegeben. Verbinden Sie, damit ich Hallo sagen kann. Kanal offen, Captain. Haben alle die Missionsunterlagen? Sie können die Annäherung auf den Monitoren sehen. Sammeln Sie Ihre Einsatzdokumente ein. Okay. Bitte? Schauen wir doch mal. Können wir es sehen? Auf Bildschirme wechseln. Sevastopol-Station. Ist da ein Schaden? Sieht nach Schaden aus.
Auf 74 schalten, nah dran. Die Trockendockrampe ist im Eimer. Da kann ich die Torrance nicht reinbringen. Handelsschiff Torrance aus St. Clair, Kennzeichnungsnummer MSV 7760. Rufen Sevastopol Verkehrsüberwachung. Sie befördern vertraglich 3 Passagiere für Weyland Yutani. Sie haben die Flugschreibereinheit der Nostromo. Wir bitten um umgehende Erlaubnis, die Passagiere an Bord zu transferieren. Over. Wait, follow me the marshal auf der Sevastopol-Station. Haben Sie ernstes Problem? Hallo, Marshal? Marshal? Torrance hier, bitte um Wiederholung. Die Kommunikation der Station ist hin, also habe ich Samuels Anzug einen Funkverstärker verpasst. Ich kann die Torrance für 24 Stunden in Position halten. Bis dahin haben wir uns gemeldet. Gute Landung. Bereithalten. Mein Vertrag erwähnt keine Spaziergänge im All. Das ist der einzige Weg. Und ziemlich sicher, wenn Sie sich an meine Anweisungen halten. Druckablass. Oh, Scheiße. Einfach mir nach, Taylor. Sie auch, Sam Yields. Natürlich. Was ist hier passiert? Mein Gott, Ripley. Sie machen das gut. Meine lieben Freunde, wir haben es auf das Schiff geschafft, aber Taylor und Samuel scheinen es wahrscheinlich nicht überlebt zu haben. Oder vielleicht haben sie es geschafft, auf jeden Fall haben wir absolut keine Verbindung mit denen. Okay, was müssen wir machen? Wir müssen hier erstmal irgendwie raus. Hier. Nee. Verdammt, oh, wir sind drauf, doch. Wir haben auch, glaube ich, suchen Sie Hilfe. Wir haben auch nicht wirklich Verbindung, glaube ich, gerade Kommunikationsverbindung mit unserem Schiff. Was haben wir hier? Ah, wir haben den Raumanzug erstmal ausgezogen. Gut, jetzt sind wir wenigstens viel leichter unterwegs. War ja schon ziemlich krass gewesen. Also hier kann man immer manuell speichern. Das ist dieses Telefon, wo wir hier sehen. Da machen wir das doch auch mal schnell. Okay. Ja, können wir Schrott einsammeln. Finden Sie Baupläne, um Gegenstände aus den gesammelten Komponenten zu basteln. Können wir hier sonst irgendwas machen? Nee, gar nicht. Also, wir hatten ja Verbindung vorhin mit dem Schiff gehabt, aber man hat ja gemerkt, dass die Verbindung andauernd abgebrochen bzw. relativ bruchhaft war. Das lässt darauf schließen, dass das Schiff hier nicht mehr in so einem guten Zustand ist. Warnung. Sevastopol-Stabilität gefährdet. Gehen Sie zum nächsten Marshall-Checkpoint und warten Sie die Neuausrichtung der Orbitalstabilisatoren ab.
Ja, ich glaube nicht, dass wir... Wow. Dass wir das machen wollen. Ja, scheiße. Kann man wenigstens springen oder so? Nee, geht auch nicht. Da kommen wir gar nicht runter. Oder wie sieht das aus? Gut, wir müssen woanders lang. Ich denke, wir müssen hier rein. Wundert euch auch nicht, Leute, die Folge wird auch wahrscheinlich doppelt so lang sein, weil ich werde das so ein bisschen als Pilotfolge benutzen. Habe ich schon mal erwähnt, eben. Also eben, ich möchte erstmal gucken, wie das ankommt. Wo müssen wir lang? Sind wir hier eben schon lang gelaufen? Doch, ich glaube schon, ne? Wir können rennen. Das ist schon mal gut. Ich will unbedingt wissen, was mit Taylor und mit Samuel passiert ist. Wir müssen doch da irgendwie runter. Darüber. Kann die nicht klettern. Nee, geht nicht. Hier kommen wir aber auch nicht lang. Okay, dann müssen wir doch fast irgendwo hier einen anderen Weg nehmen. Ah, hier geht's ja noch lang. Nee, das ist eine Tür. Ah doch, die geht auf. Nee, von hier sind wir gekommen. Ich stelle mich gerade ziemlich dumm an, Leute. Hä? Habe ich jetzt einen an der Klatsche? Nee, da kommen wir wieder zurück. Und hier ist nichts. Wir müssen darüber. Ah! Ey, auf das muss man aber auch erstmal kommen, ne? Komm, seid doch ehrlich. Ich meine, da kommt nicht jeder also sofort drauf, dass man da in diese scheiß Lüftungsschleuse rein muss auf der Seite. Oh. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie wir später irgendwann durch diese Lüftungsrohre klettern und das scheiß Alien da hinter uns herrennt. Aber wir haben es bis jetzt noch nicht gesehen. Also, ist es auch noch nicht da. Was wir noch nicht gesehen haben, ist auch nicht da. Nach oben, nach unten, hervorheben, Ordner fehlerhaft. Freigabe, Stillstellung. Stilllegung, Entschuldigung. Ordner fehlerhaft. Kann man nichts machen. Wie kann man nochmal zurück? Mit Q? Ich glaube, hier kann man nicht viel machen bis jetzt. Lass nochmal gucken schnell. Bild nach oben, Bild nach unten, blättern. Also Jungs, sie haben sich sicher schon Gerüchte über Sevastopol gehört. Jetzt ist die Sache offiziell. Sevastopol wird stillgelegt. Ach, das ist das Raumschiff, auf dem wir uns befinden. Ich werde mit jedem Einzelnen über den jeweiligen Vertrag und neue Postierungen sprechen. Aber bis dahin werden wir einen Job zu erledigen. Die Schlipsträger wollen, dass wir mit einer Minimalbesatzung. Es werden also nur ein paar Leute von außerhalb kommen und wir werden Überstunden schieben. Nehmen Sie, was Sie können, solange es etwas gibt. Ich weise darauf hin, dass die Stellung keine Selbstbedingung bedeutet. Stilllegung. Es wird also über alles Buch geführt und werden lange Finger bekommt, den eskortieren wir persönlich zu Marshall Waits, Chef. Tut mir leid, Leute, ich bin nicht der Schönste im Vorlesen. Ich werde da immer so kribbelig. Okay, gut. Das ist die Bestätigung, dass auf jeden Fall dieser Raumfrachter hier stillgelegt worden ist. Hier haben wir einen Sensor gefunden. Und jetzt müssen wir hier rüber. Oh! Oh, hab ich mich erschreckt. Scheiße! Verdammt, hab ich mich erschreckt. Verflucht nochmal. Leuchtfackel nehmen mit E. Das wird helfen. Halten Sie zum Öffnen des Inventars Maus zu. Ah. Ja, ich will die Fackel. Eine Leuchtfackel. Gut. Drücke A zum Aktivieren. R. Na, super. Wir müssen garantiert da durchcrouchen. Rechte Maustaste zielen, R halten, platzieren.
Ah, da kann man die werfen. Mit linker Maustaste kann man feuern. Will ich aber nicht. Können wir nicht? Wieso müssen wir die werfen, oder was? Ja, war mega schlau. Aber wir können die sicher wieder aufheben, oder? Nee. Wir haben es relativ dumm gemacht. Okay, wir haben ja wieder Licht. Kommen wir hier raus? Ja. Super. Das heißt, die Treppe hoch, also die Leiter hoch und hoffen, dass uns da oben nichts Schlimmes erwartet. Radio hören muss jetzt nicht sein. Hallo? Ist da wer? Ich glaube, wenn man so leise redet, hört man einen nicht. Okay. Haben wir hier mehrere Wege zum Auswahl? Nee. Ich möchte hier lang. Dass das hier mit Graffiti beschmutzt ist. Durch Nutzung dieses Tempels wird die Karte mit unerforschten. Wird die Karte mit unerforschten was? Ah, wir haben Strom. Was bringt das uns hier? Privat, freigegeben, Audio, den Strom abschalten. Nee, will ich nicht. Zubehör, Energie, Knotenpunkt, 3, Abflug. Lass mir das mal. Ups, Entschuldigung. Hier können wir nochmal kurz speichern. Man weiß ja nie, wann was passiert. Yep. Okay. Ah, ich glaube, wir müssen die... überhaupt nichts? Strom wiederherstellen. Stellen Sie den Strom zum Gitter wieder her. Das müssen wir wahrscheinlich wirklich... Das müssen wir wahrscheinlich hier machen. Da hatten wir ja dieses eine Protokoll gehabt, Strom wieder abschalten. Hier. Aha, da kann man aber nur lesen. Nee, warte. Stellen Sie den Strom zum Abflug wieder her. Möchte ich, ja. Ah, hat funktioniert. Super, ich mach den Strom an und es wird dunkel. Oh. Ich sollte mich beeilen. Hier haben wir, keine Ahnung was. Und noch mehr. Bauplan eingesammelt. Öffnen Sie das mit irgendwas. Halten Sie den Bauplan gefunden und greifen Sie um das... Was ist hier passiert? Was? Medikit? Was ist das alles? Das sieht aus wie ein Laserschwert. Medikit klicken Sie hier, um zu basteln. Aha, das ist, wenn ich irgendwas basteln möchte. Nee, das brauchen wir jetzt noch nicht. Ich möchte vorerst die Station noch ein bisschen erkunden. Aber die Atmosphäre ist, wie ich mir schon gedacht habe, wirklich ziemlich düster. Da kommen wir nicht rüber. Müssen wir da hinten lang. Ich habe was gehört. Was ich hier machen muss. Ich wollte mir eigentlich das Medikit irgendwie nehmen. Aber wir lassen das jetzt noch. Das wird uns nicht... Ich kümmere mich da später drum. Ich will jetzt erstmal... Oh, was ist das denn? Die Torrens. Ist das unser Schiff, mit dem wir gekommen sind? Ich bin hier. Hier drüben. Verlaine.
kontaktieren Sie die Torrens. Verdammt! Ja, super. Kommen wir hier durch? Nee. Das hat sich gar nicht gut angehört. Scheiße, wo müssen wir lang? Oh. Tür verschlossen. Verdammt, wo müssen wir denn lang? Hier kommen wir nicht und die Tür ist verschlossen. Ionenschneider benötigt. Ah, mein Gott, wo kriegen wir den denn her, bitte? Müssen wir wieder zurück? Das kann ich mir nicht vorstellen. Warte, oben haben wir vielleicht eine Tür oder irgendwas übersehen. Ah, hier lang vielleicht. Ich bin auch dumm. Okay, die Tür scheint defekt zu sein. Kommen wir trotzdem rein? Nee, nicht wirklich. Strom wiederherstellen. Ja, super. Ich habe ja einen Masterabschluss in Stromversorgungsingenieurskunst. Keine Ahnung. Ah, hier haben wir was. Komm schon. Wieder Strom. Sehr gut. Ich dachte, da wäre einer gewesen. Heutiges Update. Nach mehreren Nachfragen hat Marshall Waits endlich ein öffentliches Meeting einberufen, um die auf Sevastopol kursierenden Gerüchte anzusprechen. Anstelle jedoch die erbetenen Antworten zu geben, war er weiterhin ausweichend und nur nach wenigen Minuten wurden er und sein Team von der wütenden Menge mit Gegenständen beworfen. Ein Schuss fiel, Panik brach aus. Und jetzt schmeißen uns Waits und der Rest seines Teams mit Gewalt aus dem Terminal. Wir scheinen auf uns allein gestellt zu sein. Okay. Alles klar, dass wir da runter müssen. Wo müssen wir lang? Hier? Oh ja. Aber ich glaube, jetzt kann doch nicht so groß was passieren, solange wir dem Alien noch nicht begegnet sind, oder? Ich hoffe das jetzt nicht. Wo sind wir hier? Hier fällt alles auseinander. Ja, da sagst du es. Du sagst es. Hä? Müssen wir überhaupt hier lang? Da können wir... Oh, müssen wir da rein? Oh, ah, da haben wir eine Karte. Interessant, okay. Nee, warte mal. Wie kriegt man denn nochmal? Ah, mit C. Jetzt hier lang, oder? Nee, wir müssen schon hier lang. Und jetzt hier drüben. Ja, super. Ich bin gespannt, wann wir das erste Mal irgendwem begegnen hier. Oder irgendwie. Oh, shit! Das war ein Mensch. Das war aber ein Mensch gewesen. Hundertprozentig war das ein Mensch. Hier liegen einfach Tote rum. Oha! Wie viele sind denn das?
Da hinten ist eine Tür offen. Das war 100 pro ein Mensch gewesen. Wir brauchen Strom, Leute. Wartungshebel benötigt. Okay. Ah, von hier sind wir gekommen. Dann... Ich glaube nicht, dass wir hier rechts lang können, oder? Was sind denn das für Geräusche hier? Wir müssen hier lang. Da ist zu. Da ist auch... Können wir die aufmachen? Hier, die... Nee. Ionenschneider benötigt. Mann! Oha, da liegen Tote. Gar nicht gut. Hier? Und hier kommen wir wieder nicht rein. Mann! Wartungshebel benötigt. Also brauchen wir den Wartungshebel, oder wie? Strom haben wir angeschaltet. Können wir hier irgendwas aufmachen? Nee. Das auch nicht. Auch nicht, auch nicht, auch nicht. Hier ist auch nicht wirklich was. Mann, was ist denn das für ein scheiß Geräusch? Das regt mich auf. Kann man die nicht aufstemmen irgendwie? Da kommen wir nicht rein. Da liegt immer noch der Tote. Mensch, wo müssen wir denn lang? Du, 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 du. Ja, wir können höchstens jetzt nochmal ein Stück zurücklaufen. Aber in die Richtung ist ja der Typ auch gelaufen, ne? Oh, Scheiße. Das da vorne muss der Ausgang sein. Gehen Sie durch die Haupttür. Ja, hier müssen wir raus, oder wie? Da kommen wir aber nicht raus. Können wir mal abspeichern? Yep. Hier gibt's. Hier kommen wir rein. Oh, hier überall Blut. Oh, die Geräusche regen mich richtig dumm auf. Es sieht richtig frisch aus, das Blut. Ja, nichts wie raus hier.
Wieder ein Wartungshebel wird benötigt. Oh, Scheiße. Du sagst es. Was war das? Ah, das war das Ding da. Ey, ich hab jetzt da gedacht. Okay. Wir gehen hier rein. Ey, langsam habe ich Schiss, durch diese Rohre zu laufen. Ich sehe schon, irgendwann rennt uns das scheiß Vieh nach. Man kann sogar nach hinten gucken. Da sind Blutspuren am Boden. Ich kann das, glaube ich, besser gebrauchen. Oh ja. Wartungshebel eingesammelt. Was haben wir hier? Ich will eine Beschwerde einreichen. Bei der höchsten Instanz. Mein Name ist Zachary Watson. Watson. W-A-T-S-O-N. Haben Sie verstanden? Meine Beschwerde ist das. Die Scheiß Marshals. Wir sollten uns beschützen. Was ist jetzt, Charm? Irgendwas ist hier bei uns auf der Station und keiner weiß was. Wir haben so Klammern an die Türen gemacht. Abgesperrt. Wie, so um jemand rauszuhalten. Ich hab solche Angst. Solche. Scheiße. Es ist kalt. Ich glaube, das Scheißteil funktioniert nicht mal. Okay. Hey, ich bin echt gespannt, wenn wir das erste Mal das Ding sehen. Gute Person. Haste. Habe ich das richtig ausgesprochen? Haste? Also, wenn Sie mir noch nicht mal Ihren Namen sagen können, dann kann das ewig dauern. Ich will nur etwas über Ihren Chef erfahren. Er hat Sie alle ganz schön in die Scheiße geschubst. Irgendjemand muss doch verantwortlich sein. Ich werde dafür sorgen, dass jemand verantwortlich ist. Nein? Sie sind stur, was? Turner, schalten Sie das Band aus. Vielleicht ist unser Freund hier nur schüchtern. Turner hier. Ich musste mich wieder mit diesem verdammten Suffkorb rumschlagen. Diesmal hat er mit dem Wartungsheber fast die ganze Tür demoliert. Er denkt wahrscheinlich, er ist sicher hier, will sich einschließen. Idiot. Wir haben genug anderes zu tun, als hier Babysitter für Alkis zu spielen. Also habe ich ihn in der Asservatenkammer eingesperrt. Da kann der Mistkerl seinen Rausch ausschlafen. Ganz ruhig. Okay, okay. Mein Name ist Ripley. Woher kommen Sie, Ripley? Von einem Schiff. Hier gibt es keine Schiffe. Jetzt schon. Prima. Große Klasse. Hier läuft's nämlich nicht so toll. Hier ist was explodiert. Alles hat gebebt. Ich hab's gesehen. Meine Liebe. Das ist das geringste unserer Probleme. Ja? Ja. Hier ist etwas auf der Station. Etwas, das Sie sich nicht vorstellen können. Was denn? Ein Killer. Verstehen Sie? Okay. Okay. Wie heißen Sie? Axel. Ich bin hier mit zwei Kollegen angekommen. EVA. Die Explosion hat uns getrennt. Können Sie mir helfen? Warum? Weil Sie sich hier auskennen. Nein, ich meine, warum? Was ist für mich drin? Ein Platz auf dem Schiff. Woher weiß ich, dass ich Ihnen trauen kann? Ich muss zur Kommzentrale. Ich muss mein Schiff kontaktieren.
Dienstag. Na los, Süße. Sexton Communications befindet sich im Systec-Turm. Das ist ein ganz schönes Stück, aber wir können durch den Frachtbereich zu einem Transit gelangen. Aber vorsichtig. Da lauern so einige Gefahren. Okay? Okay, meine lieben Freunde. Wir sind inzwischen schon fast bei 50 Minuten angekommen. Ich werde jetzt die Folge hier an der Stelle beenden. Ich hoffe... Los. Ich will nicht lange hier rum. Ganz ruhig. Ich hoffe, euch hat der Teil gefallen. Ich würde mich, wie gesagt, echt über eine Bewertung von euch mal freuen, ob ihr wollt, dass ich das weitermache. Wenn nicht, ist schon okay. Kein Problem. Dann kann ich auch ein anderes Projekt starten. Ich werde auf jeden Fall in die Infocard werde ich jetzt eine Umfrage reinhauen. Wäre schön, wenn ihr die kurz mir da über die Infocard einfach schnell Bescheid sagt. Ja, ich mache weiter oder nicht. Und es wird aber auf jeden Fall noch neben Alien Isolation wird noch ein drittes Spiel kommen. Und das weiß ich noch nicht welches, aber das wird auf jeden Fall noch kommen. Das werde ich jetzt in den nächsten ein, zwei Tage entscheiden. Und ja, Leute, ansonsten für diejenigen, die bis hierhin geschaut haben, vielen Dank, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet auch zum nächsten Teil wieder ein. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und haltet die Ohren steif. Euer Nier. Ciao.